Hallo, da sind wir wieder. Wir machen das Ganze gleich nochmal. Heißt das, du bist noch nie auf... Oh, schau. Und hoffen mal, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt. Ich sag erstmal dasselbe. Eben, wie auch immer. Wir, die Katze, finde ich verwirrend. Du bist so freundlich, so, ist nicht wirklich eine Katze? Sprechen ist ganz einfach, sobald man weiß, ja, was es gibt. Ich, was seid ihr wirklich? Was ihr sagt, wird Amalia davon überzeugen, mit euch zu gehen. Sie liebt mich. Was hat ihr mit ihr gemacht? Wir befreit mich, Sterblicher. Dann versuche ich wieder zu lügen. Und überlasst mir das Mädchen. Erstmal das in Ordnung, bla bla bla. Dann lüge ich, das klappt nicht, das ist ärgerlich. Wir kommen wieder zum Kampf. Stan stimmt zu, Vin ist dagegen. Der Fug. Okay. Wir greifen erstmal alle diesen Dämon an und hoffen, dass er jetzt nicht wieder abstürzt. Das ist der Fall. Nein, das ist nicht der Fall. Alles gut. Du bist irgendwie, was bist du, betäubt? Erschrocken und verflucht. Das ist ja dumm. Mach du mal bitte deine Steinfaust gegen sie. Ja, das läuft schon mal ganz gut. Stan, kannst du wieder was machen? Nein. Kannst du irgendwas machen? Nein. Warte mal, dann mach am besten noch dein magisches Geschoss auf den. Oder Arkanbolzen ist dasselbe. Fantastisch. So. Stan, bist du eigentlich wieder dabei? Ja, da hast du einen mächtigen Schlag. Du brennst auch. Der ist gleich kaputt. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir alle mal auf den da. Warte mal, du vielleicht nicht. Du wirst nämlich mal ein bisschen heilen, was du gerade getan hast. Ärgerlich. Regeneration auf Alistair, bitte. Puh, Stan ist gestorben. Sehr dumm. Ich überlege, ob ich das nochmal lade. Ja, ich mach's am besten nochmal. Weil ich ehrlich gesagt keine Verletzungsausrüstung mehr habe. Ich finde es gerade ein bisschen verwirrend, dass. Dass der Text eben oh, in Englisch schau, da stand. Da ist jemand bla, zum bla, Spielen. Bla. Wir, wer sind wir? Wie auch immer. Ihr solltet gehen, wenn ihr nicht. Die Katze findet mich verwirrend. So du bist wirklich eine Katze. Ist ganz einfach. Was seid ihr nichts, wirklich? Was, ihr was sagt, habt ihr mit. Ist das oh Gott! Und befreit mich, Sterblicher. Es tut mir leid. Ich bin etwas kurz angebunden gerade oder ungeduldig, weil ich das schon 20 Mal gemacht habe, gefühlt. Was heißt das? Nochmal etwas ruhiger. Oh, schau. So. Da ist jemand zum wir, Spiel. Wer sind wir? Wie ja. auch immer. Ihr bla, solltet bla. Gehen, wenn ihr nicht spielen wir wollt. Wir müssen gehen. Nee, die Katze finde mich verwirrend. Genau, du bist da sind so wir noch. Freundlich, Amalia. Das ist nicht wirklich eine Katze, ganz genau. Ein bisschen mehr Überlegung ganz jetzt einfach. Halt. Sobald man na klar, was seid ihr wirklich? Nichts, was ihr sagt, wird Amalia was habt ihr davon mit ihr gemacht? Wie befreit mich, Sterblicher? Glaubt ihr nicht, dass es auffallen mich, würde? Wenn der Vater hofft, seine und überreden, was nicht klappt. So. Vin ist immer noch dagegen, Stan ist immer noch dafür, weil er keine Magie allgemein mag. Wir greifen nochmal an. Wie ihr wünscht. Sehr schön. Kannst du einen mächtigen Schlag landen, bevor du lustige Tänze machst? Und du eine Steinfaust? Stopp. Du musst jetzt unbedingt heilen. Wenn das geht. Alter, du kriegst ja echt ganz schön aufs Gesicht hier, lieber Stan. Weil du so aggressiv bist. Kannst also, du brennst auch noch. Kannst du mal bitte versuchen, dir etwas schwacher Wundumschlag, ja. Ein starker Wundumschlag, ja. Ein Wundumschlag, auch ja. Den mal kurz anzuwenden, wenn du schon mal dabei bist. Ups. Hat geklappt, sehr gut. Der große Dämon ist wahrscheinlich kaputt. Du verjüngst gerade, ist auch nicht schlimm. Und ihr greift jetzt bitte mal einfach mal diesen Dämon an. Wie ihr mein. Sehr schön. Du heilst irgendjemand, das ist auch ganz gut. Ich weiß nicht genau, wen du heilst. Ich hoffe, du heilst Ragnar. Jetzt diesen Dämon bitte. Ragnar stirbt gerade, das ist sehr unangenehm. Ist immer kurz einen Schwachen. Okay, das hat nicht geklappt. Zwei Leute haben gleich Probleme. Ritterlich. Hey, Finger gut. Weg von meinen Freunden. Dich. Es wäre geil, wenn du ihn mal auch heilen würdest. Auch wenn ich gerade bevor, dass du ihn angreifen sollst. Du hältst einfach bitte mal durch. Bleib gefälligst. Und du zauberst mal eine Steinfaust. Und heilst ihn jetzt nochmal. Fantastisch. Geh weg. Ja. Stopp. Du gehst jetzt weg. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Nein, nein. Du bleibst bitte da. Wie ihr meint. Ergib dich. Einfach deshalb, weil du die Explosion, ehrlich gesagt, nicht mehr miterleben musst. Ich finde, wir arbeiten gut zusammen. Ja. Hat super funktioniert.
Kitty ist tot. Betrachtet es als erledigt. Kordlek platzt treu mit plus 3 Willenskraft, plus 10 Metallwiderstandskraft. Nett. Helm von Honleaf. Schwerer Helm, plus 2 auf alle Attribute, plus 3 auf Rüstung. Alter, ist das krass. Und ein Wundumschlag. Und apropos Wundumschlag, wir sind noch ganz schön verwundet gerade. Eine offene Wunde. Ich würde aber ganz gerne erstmal speichern. Das Ganze so lassen. Möglicherweise muss ich da ja gar nicht irgendwas machen. Das ist doch gerade dieses Rätsel, am besten will. Mal ernsthaft, wenn man das von oben sieht, die kann bestimmt irgendwelche lustigen Dinge machen. Ah ja, ich sehe schon. Ja, was wollte ich gerade sagen? Genau, mit etwas Glück komme ich dann irgendwann relativ bald in mein Lager zurück, in mein Camp und kann mich da sozusagen kurieren und muss keine Verletzungsausrüstung mitnehmen. Oder verbrauchen dafür. Ich speichere ganz kurz mal und würde ganz gerne mal versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Dann muss ich erstmal wissen, wie ich hier damit interagieren kann. Vielleicht stelle ich mir am besten nicht da rein. Ich muss offensichtlich. Kann man die Dinger hier drehen? Weg, alle weg! Wie interagiere ich damit? Gibt es denn irgendwas anderes, was man machen kann? Nee. Ja. Muss ich vielleicht einen kleinen Feuerkristall oder sowas ich darauf anwenden? Warte mal, Handwerk? Was Handwerk? Lebensstein, bla bla bla. Nein, andere. Außergewöhnlich Malachit. Nee, das war ein Geschenk. Irgendwelche diversen Dinge. Nein, nein, nein. Schockbombe, schwacher Wundumschlag. Nein, was ist das? Accessoires? Nein, Rüstung, Waffen. Alle Nicht-Handlungsgegenstände. Wo habe ich jetzt den komischen Kristall hingepackt? Froststein? Gefrorener? War das irgendein fehlerhafter oder irgendwas in der Richtung? Oder kleiner fehlerhafter irgendwas? Genau, großer fehlerhafter Eiskristall, aber ich kann alles davon nicht anwenden. Was alles so Ausrüstungskrimskrams ist. Ich muss doch irgendwie versuchen können, dieses Rätsel zu lösen. Ich muss wahrscheinlich diese vier. Also das. Das, das, das und das da hinten irgendwie aktivieren oder die kleinen davon. Ich muss wahrscheinlich irgendeinen Weg hier durchfinden, aber fragt sich nur, wie ich das machen soll. Ja, Alistair, du stehst ja richtig gut. Vielleicht gehen wir mal zurück zum Matthias. Vielleicht kann der uns nochmal helfen. Alter Schwede. Oder aber. Wir greifen hier nochmal alle an. Warte mal, ist schon jemand hinter uns? Ist wie günstig. Dann bleiben wir doch gleich da und töten den. Wieso hab ich keinen Knaufschlag angewendet? Nicht dämlich, aber hier einen mächtigen Schlag. So soll es sein. Na komm schon. Ein weiteres Argument für dich. Wunderbar. Und ich würde ganz gerne mal lieber den Stan. Keinesfalls eine Antwort für den Arishok. Ja, ich würde ganz gerne Stan mal diesen großen Helm geben, den ich gerade gefunden habe. Hand von Honleaf. Weil der plus 2 auf alle Attribute bringt und vielleicht kann das eine Verletzung so ein bisschen, Augenverletzung, kann das ein bisschen, negieren. Du hast einen Lederhelm oder sowas auf, nee, du hast eine Stach-Kunari-Haube. Okay. Du hast irgendwie so einen Zipfel auf, plus 12 Verteidigung. Du kannst aber noch eine Gemmenkapuze haben. Nein. Da haben wir noch hier so ein komisches Bändchen. Kordeler geplatzten Träume. Plus 1 Willenskraft, plus 3 Willenskraft. Und noch am besten mal das. Hat jemand noch kein Amulett an? Alles gut. Okay, ich speichere. Den Kampf haben wir überstanden. Und wir werden also noch ein paar weitere Kämpfe auf dem Weg hier raus begegnen. Ja, freue ich mich da drauf. Mehr Erfahrung ist mehr Erfahrung. Bis jetzt, wenn es noch niedere Schatten sind, läuft alles noch ganz gut. Kitty haben wir ja schon getötet. Mal schauen, ob mit Matthias, mein Feier, das will ich die ganze Zeit sagen. Bin zu sehr noch, ach, guck mal.
Mal gucken, ob Matthias sozusagen, ob der noch am Leben ist und uns helfen könnte. Wir greifen zunächst einmal. Warte mal, da hinten ist gar kein. Doch, da hinten ist einer. In diesem niederen Schatten. So soll es geschehen. Und diesen. Kannst du gerne mit der Steinfaust nochmal reinhauen? Jetzt diesen, warum nicht? Wir kämpfen für die Ehre! Und da kann er bolzen. Ja, sehr gut gegen Geister. Fantastisch. Und das war's wieder bei diesem Kampf. Haben wir uns regeneriert. Wir haben uns halbwegs wieder regeneriert. Speichern das Ganze und gehen weiter nach oben. Hallo. Was ist mit ihr geschehen? Ist sie da drin? Warum ist sie nicht zurückgekommen? Lügen, ich hab's nicht gefunden. Es tut mir leid, Matthias. Sie ist tot. Sie ist tot? Sie ist doch tot. Oh, mein armer Schmetterling. Trotzdem danke, dass ihr sie gefunden habt. Ich danke euch dafür. Der Befehl für Shales Aktivierung lautet Diolen Harn, falls ihr das verdammte Ding immer noch wollt. Ich an eurer Stelle würde davon Abstand nehmen. Dann werde ich jetzt wohl gehen. Quest aktualisiert und 50 Silberlinge erhalten. Es tut mir leid, dass es so weit gekommen ist. Aber offenbar ist unsere Lügenfähigkeit noch nicht hoch genug, um jemanden so davon zu überzeugen zu können. Oder unsere Klugheit wahrscheinlich hoch genug. Dass wir... Wer ist das denn? Ach, ein Genlock. Dass wir... Oh, 11 Silberlinge. Dass wir ihn sogar davon überzeugen können, dass wir einen Dämon überzeugen können. Einen Dämon, der sich hauptsächlich darauf besteht, Leute zu belügen. Das wird wahrscheinlich auch nicht so bald der Fall sein, nicht wahr? Gehen wir mal raus. Ist hier irgendwas Neues? Nein, ist es nicht. So, speichern. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Machen wir einen Cliffhanger? Wir machen keinen Cliffhanger. Keine Panik. Shale. Du den Herrn. Ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem jemand den Kontrollstab findet. Und diesmal ist es nicht mal ein Magier. Ich nehme an, es ist zufällig über den Stab gestolpert. Typisch. Bin ich der Einzige, der eine völlig andere Stimme erwartet hat? Auch hallo. Woher wisst ihr, dass ich kein Magier bin? Ich nehme an, ich bin nicht in diese lustigen Gewändern gekleidet und habe eine riesige Axt auf dem Rücken. Ich bin nicht einfach darüber gestolpert. Ich sag erstmal einem Hallo. Ich habe hier gestanden und beobachtet, wie diese verfluchten kleinen Dorfbewohner um mich herumgehuscht sind seit... Ach, ich weiß nicht seit wann. Es ist viele, viele Jahre her. Und die Dorfbewohner hatten keine Ahnung, dass sie beobachtet wurden? Gruselig. Ich begann mich gerade auch an die Stille zu gewöhnen. Sagt mir, sind alle Dorfbewohner tot? Nicht alle, nein. Dann sind also einige entkommen. So ein Pech. Naja. Ich meine, seine Aggression oder seine Aversion gegenüber den Dorfbewohnern rührt auch daher, dass sie versucht haben, ihn einfach die ganze Zeit zu zerstören. Habt ihr auch einen Namen? Ich nehme an, ihr mochtet sie wohl nicht. Vertrautheit bringt Verachtung hervor, so heißt es doch. Und nach 30 Jahren als Zuschauerin in Gefangenschaft war ich mit diesen Dorfbewohnern so vertraut, wie man es nur sein kann. Ich habe ihnen dieses Schicksal nicht gewünscht, aber es war doch eine willkommene Abwechslung. Naja, das ist die Kaltherzigkeit eines Golems wahrscheinlich. Kalt wie ein Stein. Oder das Herz, ein Herz aus Stein, muss man so schön sagen. Ich habe übrigens nicht überhört, dass du gesagt hast, dass du Zuschauerin warst. Habt ihr auch einen Namen? Möglich. Vielleicht habe ich ihn vergessen, nachdem ich so viele Jahre nur Golem
genannt wurde. Golem, bring mir den Stuhl. Sei ein braver Golem und zerquetsch diesen jämmerlichen Banditen. Und nicht zu vergessen, trag mich, Golem. Ich mag nicht mehr laufen. Es hat doch den Kontrollstab, nicht wahr? Ich bin wach, also muss es... Stimmt etwas nicht? Natürlich hat es ihn, und zwar in seiner Hand. Kommt nicht auf irgendwelche komischen Ideen, Golem. Nee, stimmt etwas nicht. Ich sehe den Kontrollstab, aber ich spüre... Macht schon! Befehlt mir etwas! Also gut, Golem, geht da drüben. Nein, was? Warum soll ich was befehlen? Das ist eine gute Frage. Natürlich können wir ihn... Ach, Gottes Willen. Jetzt kann man natürlich die Diskussion, ob wir dem Golem seinen Kontrollstab zurückgeben können und die damit zu einem freien Wesen machen würden. Mir gefällt nicht, worauf es hier hinausläuft. Also gut, greift Alistair an? Nein. Ja, ich frag mal... Ja, das. Dann befehlt mir damit aufzuhören. Oder wegzugehen. Oder befehlt mir einfach irgendetwas. Bitte. Also gut, geht er da drüben, dann seid still. Also gut, greift Alistair an. Nee, geht mal da. Ich will eigentlich keine Befehle wirklich. Also geht mal da drüben einfach. Und? Nichts. Ich spüre nichts. Ich fühle keinen Zwang, seinen Befehl auszuführen. Ich nehme an, das heißt, der Stab ist... defekt? Müsst ihr darüber nicht glücklich sein? Ja, nehmen wir gleich mal. Ich nehme an, wenn man mir nichts befehlen kann, bedeutet das, ich habe einen freien Willen, richtig? Es ist nur, was soll ich jetzt machen? Abgesehen davon, dass ich dieses Dorf seit so langer Zeit beobachtet habe, habe ich keine Erinnerungen. Ich habe kein Ziel. Ich fühle mich ein wenig verloren. Was ist mit ihm? Es muss doch einen Grund gehabt haben, mich aufzuwecken, oder? Was hatte es mit mir vor? Ja, Rex, Hugh, Data, ich meine, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Mir fallen einige Dinge ein, bei denen ein privater Golem nützlich wäre. Oder eigentlich habe ich gar nichts mit euch vor. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, das stimmt tatsächlich. Ich verstehe. Wundervoll. So wie ich das sehe, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich begleite es, oder ich gehe woanders hin. Ich weiß nicht einmal, was hinter diesem Dorf liegt. Was wollt ihr denn tun? Ich habe dieses Dorf so lange beobachtet und konnte mich weder bewegen noch etwas tun. Meine Erinnerungen an mein Vorleben sind bestenfalls verschwommen. Ich weiß also einfach nicht, was ich tun will. Reicht es nicht, dass ich froh bin, mich wieder bewegen zu können? Und woher weiß, dass ich euch trauen kann? Hör mal bitte auf, wir gleich mal so misstrauisch sein. Aber einen Punkt müsst ihr tatsächlich ansprechen. Ihr habt euren ehemaligen Meister erschlagen. Habe ich das? Ich erinnere mich, dass ich einen Meister hatte. Diesen Magier mit den buschigen Augenbrauen, der an mir herumgestochert und mich gestupst und ständig Befehle gebrüllt hat. Habe ich ihn erschlagen? Ich hoffe es. Vielleicht war der letzte Befehl, den er gebrüllt hat: Golem, hör auf, meinen Kopf zu zerschmettern! naja. Mir ist aufgefallen, dass ihr ihn nicht esst, denn das stimmt. Das ist ziemlich herzlos von euch, das stimmt auch. Das spricht nicht wirklich für euch. Das stimmt auch. Ein wenig Blutlosigkeit gefällt mir. Das stimmt nicht. Ich sag tatsächlich mal, mir ist aufgefallen, dass ihr ihn nicht esst nennt. Ja, ich bin eben komisch. Ihr könnt mich gerne begleiten. Ja, werdet ihr mich weiterhin essen? Ja, höchstwahrscheinlich. Das gefällt mir. Dann könnt ihr mich doch gerne begleiten. Seid ihr euch sicher, dass ihr das Ding mitnehmen wollt?
Es könnte gefährlich sein. Und es ist ziemlich groß. Naja, da können wir ihn direkt neben Stan stellen, der auch gefährlich sein könnte und ziemlich groß ist, würde ich mal sagen. Danke, dass ihr das absolut Offensichtliche aussprecht. Das ist natürlich geil. Ich würde es natürlich zu überreden. Seht es doch einfach mal als mobile Ramme. Gut, auf jeden Fall besser, als wenn ich das übernehmen müsste. Dann werde ich ihm folgen. Vorerst. Man nennt mich übrigens Shale. Ja, ich bin Tefgal. Freut mich, euch kennenzulernen. Shale, was ist denn das für ein Name für einen Golem? Ja, was ist denn mit der Tefgal für ein Name für ein Zwerg? Ist das euer Name oder das Material, aus dem ihr besteht? Ich habe gestanden, keine Ahnung, was Shale eigentlich heißt, aber wahrscheinlich heißt es irgendwas Erziges. Wenn ihr mir folgt, können wir jetzt gehen. Ich bin immer freundlich. Das dürfte interessant werden. Ob wir Shale gleich... Die sind hier hinten ganz klein aus. Erfolg freigeschaltet, Fels in der Brandung. Und ich würde tatsächlich ganz gerne mal... Ich nehme mal, du bist ein Tank. Nee, ich werde erst mit dir sprechen, bevor wir weitermachen. Neuer Kurseintrag. Shale, Alistair dagegen, minus 1. Shale stimmt zu, natürlich plus 2. Quest absolviert, Kurs aktualisiert. Ich bin sehr gespannt, ob wir nochmal mit Matthias reden können. Das machen wir erstmal in der nächsten Folge. Shale stimmt immer noch zu, das ist ganz wundervoll. Und danach gucken wir mal, ob es irgendwie weitergeht. Möglicherweise ist diese Quest jetzt schon abgeschlossen. Warte mal, wir können erstmal gucken. Dein Buch. Aktuelle Quests, Premium-Inhalt. Okay, damit ist der Premium-Inhalt abgeschlossen. Das ging ja schön fix, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde ganz gerne mal versuchen, unten das Rätsel nochmal zu lösen. Mit der Hilfe von Shale. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt nächste Woche. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.